Untersuchung der Löslichkeit von verschiedenen Salzen. Die Löslichkeit verschiedener Salze und die dabei entstehende Temperaturveränderung soll hier in diesem Versuch untersucht werden. Das erste Beispiel ist Natriumchlorid. Natriumchloridkristalle verändern unter Zugabe von Wasser die Temperatur kaum merklich. Sie liegt weiter bei 23 Grad. Beobachten wir die Temperaturentwicklung bei Ammoniumchlorid. Unter Zugabe von Wasser sinkt die Temperatur ab. Sie erreicht einen Tiefstwert von 14 Grad. Beobachten wir die Temperaturentwicklung bei wasserfreiem Kupfersulfat. Unter Zugabe von Wasser steigt die Temperatur auf 68 Grad an. Als nächstes Salz für Kupfersulfat mit 5 Teilen H2O getestet. Hier ist wiederum die Temperaturveränderung minimal. Das letzte zu untersuchende Salz ist Aluminiumoxid. Auch hier bewirkt eine Wasserzugabe nur einen minimalen Temperaturanstieg.
Die Tabelle fasst noch einmal die Messergebnisse zusammen. Auffallend sind die Salze Ammoniumchlorid und Kupfersulfat. Ammoniumchlorid bewirkt eine Temperaturerniedrigung auf 13,9 Grad, während wasserfreies Kupfersulfat eine Temperaturerhöhung auf 68,6 Grad bewirkt. Löst man ein Salz in Wasser, so zerfällt das Ionengitter in die einzelnen Ionen, die sogenannte elektrolytische Dissoziation. Hierfür muss ein bestimmter Energiebetrag, die Gitterenergie, aufgewendet werden, der für verschiedene Salze unterschiedlich groß ist. Die Animation macht dieses noch einmal deutlich. Die rot-weißen Teilchen stellen die Wassermoleküle dar, während die grün-grauen Teilchen das Salzkristall darstellen sollen. Die einzelnen Ionen werden von den Wassermolekülen umgeben. Die gebildeten Ionen umgeben sich unter Energiefreisetzung der sogenannten Hydrationsenergie mit einer Hülle von Wassermolekülen. Ist die frei werdende Hydrationsenergie größer als die aufzuwendende Gitterenergie, so löst sich ein Salz exotherm, das heißt unter Wärmefreisetzung. Andernfalls löst es sich endotherm.